Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Dienstag. Ja, heute müssen wir noch einmal über das Thema Schnee reden, bevor sich dann in den nächsten Tagen auch in der Osthälfte des Landes deutlich mildere Luft durchsetzt. Ja, und es teilweise recht stürmisch wird und wir es ja dann erstmals wieder seit längerem mit Temperaturen um oder teilweise sogar über 10 Grad zu tun haben. Zum Wochenende wird es dann wahrscheinlich wieder kälter werden und das Ganze gucken wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Gucken wie gewohnt zunächst mal auf den heutigen Tag, sprich auf den heutigen Dienstag. Ja, und da ist es so, da zieht dann jetzt im Morgen schon im Westen und Nordwesten ist ein Regengebiet oder Niederschlagsgebiet aufgezogen. Wie gesagt, das bringt hier erstmal verbreitet Regen. Zum Teil kann es in der Nordwesthälfte des Landes auch länger anhalten und kräftig regnen. Das Ganze kommt dann weiter in Richtung Osten voran. Hier haben wir noch die kältere Luft, zwar auch nicht mehr die Dauerfrostluft, aber diese mildere Luft gleitet halt auf dieser kalten Luft auf und löst auch hier Niederschläge aus, die teilweise nochmal erst als Schnee fallen können. Vor allen Dingen erstmal in den westlichen Mittelgebirgen, anfangs in den Hochlagen noch etwas Schnee. Hier geht das Ganze aber relativ schnell in Regen über und dann kann es in Richtung Osten, so Richtung Osthessen, Thüringen, Franken, Sachsen vorübergehend auch im Tagesverlauf nochmal ein bisschen tiefere Lagen schneien. Aber ihr seht hier auch an den Temperaturen, auch hier geht das Ganze dann relativ schnell in Regen über. Lediglich in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge, dass es hier nochmal für etwas Neuschnee reicht. Aber auch hier kommt dann allmählich die Milderung an. Am längsten schneit es dann noch ganz im Osten und Südosten des Landes, also so Osterzgebirge und vor allen Dingen im Südosten von Bayern, Böhmerwald, Passau-Ecke. Hier kann es bis in den Abend hinein noch etwas Schnee geben. Ganz im Süden von Bayern und Baden-Württemberg bleibt es heute trocken. Ab und zu ein paar Aufheiterungen, ansonsten ist es eher der dicht bewölkte Himmel. Mit der Milderung werden dann im Westen und Nordwesten des Landes heute schon mal so 9 oder 10 Grad erreicht. Dann müssen wir noch mal kurz über den Wind reden. Der wird vor allen Dingen im Westen relativ stark sein. Hier sind so am Nordrand der Mittelgebirge, Sauerland, Eifel, Haarstrang durchaus ein paar einzelne Sturmböen möglich. Gucken wir dann auf die Aussichten auf den Mittwoch und den Donnerstag. Ja, und da sehen wir relativ schnell, das Thema Schnee hat sich jetzt erstmal vorübergehend zumindest erledigt bei diesen Temperaturen. Am morgigen Mittwoch dann in der Nordhälfte noch ein bisschen Regen. Dieser schwächt sich aber immer mehr ab bzw. zieht Richtung Dänemark und Ostsee raus, sodass es dann auch hier am Nachmittag weitgehend trocken ist. In der Landesmitte mal ein paar zögerliche Auflockerungen, vor allen Dingen so am Nord- und Nordostrand der Berge. Im Süden auch mal größere Chancen auf Sonnenschein, vor allen Dingen am föhnigen Alpenrand. Temperaturen dann im Westen, Niederrhein, Oberrhein schon mal bis zu 12 Grad. Ja, und am Donnerstag sehen wir ja verbreitete Temperaturen um oder teilweise sogar über 10 Grad. Also Werte, an die wir uns wahrscheinlich erstmal gewöhnen müssen, doch nach der doch relativ langen, eher kälteren Witterungsphase. Ja, dazu zieht von Westen her so ein Tiefausläufer auf, bringt ab und zu mal etwas Regen. Dieser schwächt sich aber auf seinem Weg in Richtung Osten ab. Insgesamt allzu viel wird es an Sachen Regen nicht sein. Ganz im Osten und im Südosten, vor allen Dingen in Bayern, gibt es auch mal eine größere Aufheiterung mit Sonnenschein. Dazu Temperaturen, wie gesagt, teilweise bis zu 12 Grad, dann auch sogar im Osten. Dazu wird es recht windig bis stürmisch, vor allen Dingen in der Westhälfte des Landes. Hier sind morgens und vormittags durchaus ein paar Sturmböen bis etwa 80 km/h möglich, also nichts Dramatisches. Das haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Und an der Nordsee sind auch ein paar schwere Sturmböen zu erwarten. Dieses Windfeld weitet sich noch ein bisschen weiter nach Osten auf, schwächt sich aber dann insgesamt ab. Das war es dann wahrscheinlich auch schon mit der ganz großen Milderung. Zum Freitag wird es dann insgesamt schon etwas kälter werden. An den Alpen im Süden von Bayern bleibt es wahrscheinlich am Freitag noch mal relativ mild. Dann wird es zum Wochenende insgesamt kälter. Und wir gucken uns die Wettersituation zum Wochenende noch mal ein bisschen genauer an. Schauen auf die Großwetterlage des Samstags. Fabian hat sie ja gestern schon so ein bisschen beleuchtet. Wir haben ein kräftiges Sturmtief über Nordeuropa vor der Küste Norwegens. Das führt insgesamt schon mal auf seiner Rückseite etwas kältere Luft nach West- und Mitteleuropa. Diese Südwestströmung, die wird es ja vorübergehend dann nochmal jetzt in den nächsten Tagen haben, die wird schon wieder unterbunden. Ja, und dann müssen wir unser Hauptaugenmerk nochmal auf ein kleines Tief richten, was wahrscheinlich zum Wochenende, so zum Samstag von Frankreich, Belgien über die Landesmitte in Richtung Nordosten zieht. Ja, und das vermischt so ein bisschen die unterschiedlichen Luftmassen. Über Frankreich, Italien haben wir ein bisschen mildere Luft, die damit eingebunden wird und über Nord- und Nordosteuropa dann diese kältere Luft. Und diese Luftmassen werden richtig gut durchwirbelt, durchmischt und entsprechend löst das Ganze, dieses Tief, dann halt neue Niederschläge. Aus und da kann durchaus auch noch mal wieder Schnee speziell so auf der Rückseite, auf der Nordseite des Tiefs mit dabei sein. Und dieser Schnee könnte durchaus auch noch mal ein bisschen tiefere Lagen mit dabei sein. Aber eine richtige Einwinterung mit Dauerfrost wird das Ganze wahrscheinlich nicht werden. Und hier gibt es entsprechend auch noch einige größere Unsicherheiten. Wo zieht das Tief genau lang? Wie stark ist es und wo löst es entsprechende Niederschläge aus?
Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal mit Hilfe von zwei 14-Tage-Trends an, schauen zunächst mal auf Bremen. Da sehen wir, dass die Temperaturen dann ja zum Wochenende zurückgehen. Eher so die nasskalte Geschichte. Ihr seht an den Symbolen, es kann mal Schnee oder Schneeregen mit dabei sein. Eine richtig kalte Lage, dass Schnee liegen bleibt, dauerhaft wird es aber definitiv nicht. Ja, und dann gucken wir nochmal ganz in den Süden, nach München. Auch hier sehr mild, jetzt mit der föhnigen Unterstützung jetzt in den nächsten Tagen. Dann geht es runter mit den Temperaturen, durchaus mit der Option, dass es auch hier nochmal schneit. Aber auch wahrscheinlich eher so die Temperaturen um 0 Grad. Eine Dauerfrostlage wird es wahrscheinlich eher nicht. Die Temperaturen, die Tiefstemperaturen hier eher am unteren Limit, halte ich doch für fraglich, dass es wirklich so kalt wird. Und wie es dann nächste Woche weitergeht, ist noch offen, ob das Hochwasser ein Thema werden könnte mit einer milderen Südwestströmung. Das müssen wir nochmal abwarten, werden wir aber genauer im Blick behalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.